Funktioniert auch dein Elektrogerät nicht oder nur zeitweise? Diese Woche siehst du, wie wir bei unserer Bohrmaschine den Wackelkontakt bzw. Kabelbruch beim Stecker reparieren. Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Praxistipps. So, zu Beginn stecken wir natürlich als erstes den Stromstecker aus der Steckdose. Nehmen uns unseren Seitenschneider und zwicken ihn so nah wie möglich beim Stecker ab. So, jetzt versuchen wir, diese alte Zugentlastung hier zu entfernen. Jetzt nehmen wir uns unseren Stromstecker. Material und Werkzeug verlinke ich dir wie immer in der Videobeschreibung. Klicke dazu einfach unter dem Video auf den Pfeil bzw. auf Mehr ansehen. Hier haben wir eine kleine Schraube. Die müssen wir mal lockern. Und jetzt können wir das Ganze auseinandernehmen. Das ist die Zugentlastung, die später verhindern soll, dass wenn man irrtümlich an dem Kabel anzieht und nicht am Stecker, dass das Kabel dann nicht von den Kontakten, also die Stromkabel nicht von den Kontakten herausrutschen. Die entfernen wir ebenfalls einmal. Heben das alles gut auf, da wir das später natürlich gleich wieder brauchen. So, und hier haben wir dann die drei Anschlüsse. Ah ja, ganz wichtig, bevor es losgeht, Elektroinstallationen dürfen nur von ausgebildetem und qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. In dem Stecker gibt es drei Anschlussmöglichkeiten. In der Mitte befindet sich immer der Anschluss für den Schutzkontakt. Der ist immer grün-gelb. Und rechts und links haben wir den braunen und blauen Draht. Wo wir welchen anschließen, ist egal, da man den Stecker ja auch so bzw. so in die Steckdose stecken kann. So, jetzt nehmen wir uns wieder unser Stromkabel, ein scharfes Stanley-Messer, schauen einmal nach, wie weit wir ungefähr abisolieren müssen. Wir werden hier mal ca. 3 cm von der Isolierung entfernen. Das heißt, wir schneiden das vorsichtig mit dem Stanley-Messer einmal rundherum. Ich nehme dann immer die Kombizange. Und gebe die Isolierung so weg. Also ich entferne die Isolierung. Natürlich gibt es hier auch ein spezielles Werkzeug. So, diese Schnur, die sich da drinnen befindet, kommt weg. Und was jetzt bereits auffällt, ist, dass wir hier zwei Stromleitungen drinnen haben. So, ich werde dir das Ganze jetzt bei unserem Stromkabel von der Bohrmaschine zeigen. Wenn du jedoch ein Kabel hast mit Schutzleiter, zeige ich dir am Ende des Videos nochmal, wie das funktioniert. So, wir nehmen uns wieder unseren Schuko-Stecker zur Hand. Wir kontrollieren, ob die beiden Stromleitungen gleich lange sind. Das ist bei uns nicht der Fall. Das heißt, wir zwicken uns die Stromleitung einmal ab, damit beide gleich lang sind. Nehmen uns unsere Abisolierzange zur Hand. Schauen, ob sie richtig eingestellt ist. Und isolieren beide Stromdrähte. Genau so weit ab, wie auch unsere Ader-Endhülsen, die wir jetzt gleich draufpressen werden, lang sind. So, wir könnten jetzt auch diese Litzen einfach so verdrillen und in die beiden Anschlussmöglichkeiten stecken und anschrauben. Ich empfehle dir das jedoch nicht.
Es kann nämlich passieren, dass eine Litze dann wegsteht und das einen Fehler verursacht. Deswegen mache ich es immer so. Wie gesagt, die Ader-Endhülse auf die Stromleitung draufschieben und mit der Presszange auf die richtige Größe gehen. Das heißt, das sind bei uns 1,5 und pressen das Ganze auf die Stromleitung hinauf. Dasselbe machen wir auch bei der zweiten. Die überstehenden Litzen zwicken wir weg und jetzt schließen wir das Kabel schon an den Stecker an. So, jetzt ist es wichtig, dass wir die Abdeckung von unserem Schuko-Stecker nicht vergessen. Das heißt, die müssen wir als erstes auf das Kabel schieben, weil wenn wir das Kabel einmal angeschlossen haben, geht das nicht mehr. So, wir stecken jetzt die beiden Leitungen in die Anschlussstellen, schrauben jetzt mal den ersten an. Bei uns ist das jetzt der braune Draht. Wie gesagt, ob wir den jetzt rechts oder links nehmen, ist egal. So, und jetzt machen wir dasselbe mit dem zweiten, mit dem blauen Draht. Auch den schrauben wir wieder fest. So, jetzt nehmen wir uns wieder den Stecker mit dem Stromkabel her, die Zugentlastung und schrauben sie wieder fest. So, wir schieben das Kabel ein kleines bisschen hinein und befestigen es mit der Zugentlastung. So, jetzt geben wir die Abdeckung wieder drüber, befestigen die Abdeckung vom Schuko-Stecker wieder, kontrollieren es einmal, stecken den Stecker in die Steckdose und kontrollieren, ob alles einwandfrei funktioniert. So, und jetzt zeige ich dir noch einmal ganz kurz im Schnelldurchlauf, wie du deinen Stromstecker mit Schutzleiter anschließt. Das heißt, wenn du drei Stromdrähte im Kabel hast. Das funktioniert eigentlich genauso, wie ich es dir vorher gezeigt habe, nur dass der Schutzleiter eben noch in der Mitte am Schutzkontakt angeschlossen gehört und der Schutzleiter der längste Draht sein muss. Das hat den Zweck, sollte einmal die Zugentlastung versagen und die Stromkabel werden aus den Anschlüssen herausgerissen, so bleibt die Funktion des Schutzleiters am längsten aufrecht. Auch bei einer Kupplung, also dem Gegenstück zum Schuko-Stecker, funktioniert das genauso. Rechts oben findest du ein Video zum Thema Lampen anschließen und rechts unten die komplette Playlist zum Thema Elektroinstallationen. Bis gleich im nächsten Video.